بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Ich bezeuge لا إله إلا الله und ich bezeuge محمد رسول الله صلوات ربي والسلام عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبي موسى عليه الصلاة والسلام sprach zu Allah und fragte: يا رب, bring mir etwas bei, wo ich dich erhöhen kann. Bring mir etwas bei, was Großes. Bring mir etwas bei, was dich zufriedenstellt. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagte zu Musa: Ja Musa, sprich La ilaha illallah. Nabi Musa sagte zu Allah daraufhin: Ja Allah, alle deine Diener sprechen das. Es scheint ja jetzt etwas nichts Besonderes zu sein. Bring mir etwas bei, was anders ist. Allah subhanahu wa ta'ala antwortete daraufhin: Ja Musa, wenn du die 7 Himmel nimmst und die Erde und das, was dazwischen ist, alles auf einer Seite legst und La ilaha illallah auf der anderen Seite der Waage legst, ist La ilaha illallah schwerer und bedeutsamer und wichtiger und wertvoller. La ilaha illallah ist nicht ein Kalam, ein Wort, was wir sprechen. La ilaha illallah ist das Leben, was wir leben. La ilaha illallah ist der Weg, den wir sterben wollen. La ilaha illallah ist das, was wir tragen. La ilaha illallah ist der Unterschied zwischen uns und ihnen. La ilaha illallah ist der Grund, warum Allah subhanahu wa ta'ala spricht: Kuntum khayran ummatin ukhrijat linnas. Der Islam kam mit reinem Tawhid. Der Islam hat alles unter den Füßen des Propheten sallallahu alaihi wasallam aufgelöst und hat nur La ilaha illallah auf dieser Dunya gebracht. La ilaha illallah ist der Weg des Paradieses. Und das ist der Grund, warum die Menschen den Islam überhaupt annehmen. Weil sie die Nase voll haben. Das Herz dieser Menschen hat die Nase voll, falsche Götter anzubeten, Engel anzubeten, Menschen anzubeten, Gräber anzubeten, Figuren, Statuen, Holzfiguren, Steinfiguren anzubeten. Das Herz sucht nur den einzigen Schöpfer. Wa huwa Allah. Und das ist Allah. Deswegen sagte Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimullah: Was ist purer Tawhid? Wie können wir das in den kürzesten Worten zusammenfassen? Er sagte: Lehrt uns Allah nicht in Surat al-Fatiha: Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dir alleine dienen wir und dich alleine bitten wir um Hilfe. Deswegen, liebe Geschwister, haltet an La ilaha illallah fest. Beißt daran, bis ihr Allah trifft. Denn darin liegt der Erfolg. Assalamu alaikum.